Im Landestheater Tübingen eröffnete die erfolgreiche Kinderbuchautorin Margit Auer am Sonntag die 37. Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche. Auf der Bühne des großen Saals des LTTs las die Autorin aus ihrer Erfolgsreihe Die Schule der magischen Tiere und brachte sogar den neuesten Band der Reihe mit, der offiziell erst ab November erhältlich sein wird. Während der ganzen Woche haben interessierte Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch Erwachsene die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen wie Erzählstunden, Mitmachlesungen oder Theateraufführungen teilzunehmen. Außerdem lädt die Kinder- und Jugendbuchausstellung im LTT zum Schmökern und Herumstöbern ein. Die Ausstellung beinhaltet verschiedene Kinder- und Jugendromane, aber auch Bilder und Sachbücher sowie englisch- und französischsprachige Literatur. Geöffnet ist die Ausstellung immer ab 9 Uhr bis einschließlich Freitag. Zum Abschluss der Buchwoche gibt es dann die Theaterbüchernacht. Dann wird inmitten der Buchausstellung gelesen, Theater gespielt und geschlafen.